Ich möchte jetzt nur noch mal die M1-Schaltung in LTSpice simulieren, damit wir auch die Verläufe hier noch mal sehen, so wie wir das bereits ja auch bei den DC-DC-Wandlern gesehen haben im Vergleich zu der Analyse. Das heißt, hier zunächst mal den Fall mit ohmscher Last am Ausgang, ein 100-Ohm-Widerstand, die Eingangsspannung modelliert hier als sinusförmige Spannungsquelle mit Spitzenwert von 325 Volt, also Wurzel 2 mal 230 Volt, einer Frequenz von 50 Hertz. Und die Diode habe ich hier definiert als eine ideale Diode mit einem Einschaltwiderstand von 1 Milliohm, Ausschaltwiderstand von 1 Megaohm und einer Flussspannung von 0 Volt, also eine relativ ideale Diode. Jetzt wollen wir hier uns die Zeitverläufe über zwei Perioden der Netzeingangsspannung angucken. Dann habe ich jetzt hier rechts dargestellt die Verläufe. Das heißt, wir sehen ganz oben die Eingangsspannung, sinusförmige Netzspannung. Wir haben hier den Spitzenwert U max gleich 325 Volt. Sehen die Periodendauer 20 Millisekunden. Und dann sehen wir jetzt hier als zweites die Spannung an der Last. Das wäre die Lastspannung oder die Gleichspannung am Ausgang. Wohingegen jetzt hier, das da vorne war die Netzspannung. Unsere Eingangsspannung eigentlich. Und dann sehen wir, während der positiven Netzhalbwelle ist jetzt die Spannung an der Last genau gleich wie die Netzspannung hier. Jetzt bloß diese andere Skalierung, weil natürlich die Netzspannung positive wie negative Werte hat. Und hier bei der Autoskalierung haben wir nur die positiven Werte. Das heißt, wir kriegen hier den Spitzenwert circa 325 Volt. Und während der zweiten Halbwelle, in der negativen Halbwelle, ist die Diode ausgeschaltet. Das heißt, hier haben wir D aus, hier hätten wir D ein. Und dann hier unten, wie erwartet, Strom durch den Lastwiderstand und die Diode identisch zueinander. Das heißt, wenn wir hier den Laststrom betrachten, IR1, dann sehen wir der auch halb sinusförmig wie die Spannung am Ausgang. Und als letztes hier unten aufgelistet die Diodenspannung. Sehen wir auch hier bei 0 Volt beginnend während der Einschaltphase und die maximale Sperrspannungsbelastung beträgt minus dem Scheitelwert der Netzspannung, also minus 325 Volt, wie erwartet. Tatsächlich ist hier noch der Diodenstrom D1 drin. Den können wir jetzt sehen, wenn wir den Strom IR1 rauslöschen. Das heißt, wir sehen jetzt hier rausgelöscht den Strom IR1, tatsächlich der Diodenstrom natürlich identisch mit dem Laststrom. Das heißt, hier genau die Verläufe wie erwartet. Man könnte jetzt auch die mittlere Ausgangsspannung hier reinmachen. Umax durch Pi. Das wäre dann der Mittelwert der Ausgangsspannung und würden sich dieselben Verläufe ergeben wie in der idealen Betrachtung, die wir bereits durchgeführt haben. Als zweites habe ich jetzt dieselbe Schaltung wie gerade eben betrachtet, wieder mit der ohmsch-kapazitiven Belastung, das heißt wieder unsere Eingangsspannung, ideale Diode und jetzt aber dem Lastwiderstand parallel geschaltet eine Kapazität. Jetzt wollen wir das auch an dieser Stelle betrachten, wie dort die Zeitverläufe sind. Hier werde ich jetzt aber eine Simulation machen, die erst bei 20 Millisekunden beginnt. Das heißt, ich schaue mir hier auch bloß den stationären Zustand an. Tatsächlich wird die erste Periode hier nämlich anders aussehen, wenn wir dort einen Einschwingvorgang kriegen. Dann habe ich jetzt auch hier die Verläufe simuliert. Wie gesagt, jetzt von eigentlich 20 Millisekunden bis 60 Millisekunden. Wir beginnen also eine Periode verzögert. Wir haben wieder hier die Ausgangsspannung. Blau markiert jetzt in dem oberen Verlauf sehen wir jetzt den Glättungseffekt des Kondensators. Jetzt hier bewusst an der Stelle eingezeichnet mit der Eingangsspannung. Dann sehen wir hier in diesem Bereich in der Nähe des Netzscheitels wird jetzt die Diode D1 einen Strom führen. Das heißt, hier haben wir die Flussdauer. Hier ist die Diode eingeschaltet als geschlossener Schalter und während der restlichen Periode versorgt jetzt hier der Kondensator die Last. Das heißt, hier in diesem zweiten Zeitdauer haben wir jetzt hier die Diode aus als geöffneter Schalter und wir werden eine Entladefunktion kriegen für die Spannung an dem Kondensator. Das heißt, die typische E-Funktion E hoch minus T durch RC und wir sehen, was sich jetzt geändert hat, der Strom durch die Diode. Hier ID1 ist jetzt stark
impulsförmig geworden. Wir sehen jetzt hier einen Spitzenstrom bis 27 Ampere oder so, den wir aufnehmen tatsächlich, aber der Laststrom deutlich geringer. Man sieht schon sehr schön sozusagen hier einen relativ konstanten Laststrom, einfach wiederum proportional zu der Ausgangsspannung durch den Glättungseffekt, den unser Kondensator hat, aber nur diese kurzzeitige impulsförmige Stromaufnahme. Und dann sehen wir hier auch unten den Verlauf der Spannung an der Diode, das heißt, das ist jetzt wieder die Diodensperrspannung, beziehungsweise eigentlich die Flussspannung, aber aus dem Verlauf lesen wir die Sperrspannung ab. Und wenn wir dort gucken, sehen wir hier, wir kriegen hier in diesem Fall eine Sperrspannung nicht ganz so groß wie zweimal der Scheitelwert der Netzspannung, weil jetzt hier der Kondensator sich schon um einen beachtlichen Wert sozusagen entladen hat gegenüber dem Scheitelwert der Netzspannung. Deswegen ist das hier kleiner, aber im Worst Case wären das ungefähr zweimal der Scheitelwert der Netzspannung. Das heißt auch hier die Verläufe, wie wir sie gesehen haben. Und jetzt möchte ich noch als einen letzten Fall etwas betrachten, was wir bisher gar nicht betrachtet haben. Ich möchte jetzt eine Last betrachten, die aus der Serienschaltung von einer Induktivität und einem ohmschen Widerstand sich ergibt. Das heißt, eine ohmsch-induktive Last. Tatsächlich wird das jetzt hier eine Besonderheit haben, weil scheinbar an dieser Stelle jetzt am Ausgang der Diode, das heißt, deswegen werden wir das Potenzial an der Kathode der Diode haben mit dem Wert dk, weil dort zeitweise eine negative Spannung auftritt. Das wird daran liegen, die Induktivität wirkt als Stromquelle und die Diode wird erst ausschalten, wenn der Strom zu Null geworden ist. Damit aber hier der Strom in der Induktivität zu Null wird, muss ähnlich wie bei den DC-DC-Wandlern die mittlere Spannung an der Induktivität zu Null sein, so wie bei DC-DC-Wandlern im diskontinuierlichen Betriebsmodus. Und das wollen wir uns hier jetzt mal anschauen. Das heißt, ich habe hier auch wieder die Verläufe simuliert. Wir haben wieder auf der einen Seite die Eingangsspannung, unsere Netzeingangsspannung UE, hier ganz oben, wie vorher auch. Dann haben wir jetzt hier einerseits die Spannung an der Kathode der Diode. Das heißt hier, das ist diese Spannung VdK, beziehungsweise Kathodenspannung hier, die dort runter geht. Und da sehen wir schon, leichte Abweichung zu dem, was wir bei der ohmschen Last gesehen haben. Tatsächlich kriegen wir hier kurzzeitig eine negative Spannung durch die Diode durchgeschaltet. Das ist beim ersten Mal, wenn man das sieht, vielleicht ein bisschen verwirrend. Tatsächlich ist es aber genau das Schaltverhalten, was wir bei der Diode betrachtet haben. Und das wollen wir uns jetzt nicht genau angucken, weil tatsächlich habe ich jetzt hier unten wieder den Diodenstrom und den Laststrom dargestellt. Wenn wir hier an der Stelle eine positive Eingangsspannung haben, das heißt hier positiv gehend, und vorher ist kein Strom geflossen in der RL-Serienschaltung, dann wird natürlich hier die Diode in Flussrichtung gepolt sein. Ja, kein Strom bedeutet keine Spannungsänderung über der Induktivität, damit dort auch keinen Spannungsabfall und keinen Spannungsabfall über dem Lastwiderstand. Das heißt, wenn hier UE einen Wert hat, der leicht größer als 0 Volt ist, wird diese Diode D1 in Flussrichtung gepolt sein. Und dann wird jetzt hier ein Strom fließen, der jetzt, ich sag mal, sinusähnlich ist. Tatsächlich sieht man hier vielleicht so eine leichte Abweichung. Das liegt daran, wir haben jetzt hier ja eine RL-Serienschaltung. Die Induktivität sorgt dafür, dass wir einen verlangsamten Stromanstieg kriegen. Der Strom wird ja wieder so ein bisschen sinusähnlich sein, aber zu dem Zeitpunkt, wo jetzt hier die Netzspannung ihren Spannungsnulldurchgang hat, ist jetzt der Strom noch größer als 0, getrieben durch die Induktivität. Was bedeutet das? Das hat zur Folge, dass jetzt hier die Diode weiter leitend wird über diesen Zeitpunkt hinaus. Das heißt tatsächlich, bis zu diesem Zeitpunkt würde ja auch bei ohmscher Last die Diode leiten. Hier leitet aber die Diode bis zu einem späteren Zeitpunkt. Das heißt, in diesem Intervall haben wir die Diode eingeschaltet, weil erst dann die Bedingung erfüllt ist, dass im stationären Zustand sozusagen hier auch das Spannungszeitflächengleichgewicht an der Induktivität erfüllt ist und dann der Strom wieder zu Null geworden ist. Und erst wenn der Strom zu Null geworden ist, kann die Diode ausschalten. Das heißt, die Diode wird länger hier einen Strom führen, als eigentlich durch den Spannungsnulldurchgang vorgegeben, wie wir das gewohnt sind bei ohmscher Last, weil die Induktivität wie eine Stromquelle arbeitet. Wenn aber die Diode länger eingeschaltet ist, wird kurzzeitig hier eine negative Spannung durchgeschaltet an der Kathode der Diode und wir kriegen dann natürlich diesen etwas
ja, verzögerten Verlauf, würde ich jetzt mal sagen, in Diodenstrom wie auch der Diodenspannung. Tatsächlich wird der Mittelwert jetzt etwas kleiner sein als dieser ideale Mittelwert, den wir bei der ohmschen Belastung haben, weil wir sozusagen den Mittelwert der Spannung VDK hier an der Kathode der Diode bilden.